Herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise Beyond Perception. Ich bin der Simon und freue mich heute zum zweiten Mal Maria, das muss ich nochmal probieren, das war jetzt Na nicht klar, klar. mach doch nichts, alles gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise Beyond Perception. Ich bin der Simon und freue mich heute Maria Sanchez zum zweiten Mal zum Gespräch zu begrüßen. Herzlich willkommen, Maria. Lieber Simon, ich freue mich sehr über die Einladung und freue mich auf unser Gespräch. Vielen Dank. Ja, also ich auch, natürlich. Also ich stelle dich nochmal ganz kurz vor. Also du bist Autorin, du bist Traumatherapeutin, du bist Gründerin der emotionalen Spiritualität sowie der psychologischen und spirituellen Bewegung Essential Core, aber auch Sehnsucht und Hunger. Und wir hatten bereits ein äußerst interessantes und inspirierendes Gespräch. Von daher freue ich mich heute, ein neues Thema mit dir zu erkunden. Und du hast vorgeschlagen für heute Transgenerationstrauma. Mal unter die Lupe zu nehmen. Ja, von daher bin ich sehr gespannt, was wir heute erfahren werden. Was schlägst du denn vor? Wo wollen wir beginnen? Willst du mal den Begriff erklären? Was verstehst du denn unter Transgenerationstrauma? Genau, sehr gerne. Transgenerationstrauma bedeutet, dass ein Trauma eben nicht nur in der persönlichen Geschichte zu finden ist, sondern sich über Generationen erstreckt. Manchmal kann es sein, dass unsere Eltern etwas Traumatisches erlebt haben und es an die Kinder weitergeben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das weiterzugeben. Manchmal liegt es aber auch noch weiter in der Familienlinie zurück. Und wenn also ein Trauma über Generationen weitergegeben wird, dann spricht man vom Transgenerationstrauma. Und also könnte man ja sagen, dass ist das gleichzusetzen sozusagen mit der Traumatisierung, die vielleicht während der Individuationsphase entsteht, also wenn wir nicht für das validiert werden, was wir sind, weil uns unsere Eltern nicht in dem Ausmaß sehen, was eigentlich wieder eine Widerspiegelung ist von, sag ich mal, dem, was vielleicht unsere Eltern selbst erlebt haben. Kann man da Parallelen finden oder ist das? Ja, auf jeden Fall. Also wenn unsere Eltern Traumata erlebt haben oder auch unsere Großeltern, Kriege und so weiter, wenn sie Traumata erlebt haben und es nicht aufgearbeitet haben, wenn also eine tiefe Verwundung weiterhin vorhanden ist, dann werden wir ja schon als Kinder hineingeboren in ein Feld, was nicht mehr wirklich gut schwingungsfähig ist. Das heißt, wenn unsere Eltern selber Traumata erlebt haben, wenn sie ein Schocktrauma hatten oder auch Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma, was auch immer, was für eine Art von Trauma es ist, und sie haben es nicht selbst aufgearbeitet oder in therapeutischen Sessions aufgearbeitet, dann bedeutet das ja, ich nenne es immer oft, die Reife, die emotionale Reife, die wir haben, ist die einzige, oder die wir nicht haben, ist das, was wir weitergeben können. Das ist das Einzige, was wir weitergeben können in Bezug auf Beziehungen. Und wenn wir eben in ein Feld hineingeboren werden, in ein familiäres Feld hineingeboren werden, wo eben Traumata nicht aufgelöst wurden, dann können unsere Eltern aufgrund ihrer eigenen Verletzung nicht mit uns beziehungsmäßig tief in Kontakt gehen. Auch beim besten Willen der Eltern geht das nicht. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir eine Form der Anpassung schon vornehmen. Zum Beispiel spüren wir vielleicht, unsere Mutter kann sich nicht mit uns tief emotional verbinden. Und Kinder tun dann eben sehr schnell etwas. Sie fühlen sich schuldig daran. Sie glauben, der Fehler läge bei ihnen. Also dieser Kernsatz, ich bin verkehrt, mit mir stimmt was nicht. Und dann passiert eben es in zwei Richtungen. Entweder wir passen uns sehr stark an und unterdrücken doll unsere eigenen Bedürfnisse, unsere bestimmte Ich-Seiten von uns, oder wir gehen in die Rebellion. Das gibt's ja auch. Und in beiden Richtungen ist es so, dass wir in unserem tiefen Bedürfnis nach Bindung, nach Verbindung nicht satt werden. Und deshalb ist es sehr lohnenswert, tatsächlich zu schauen, was ist eigentlich genau bei mir los? Weil meine Erfahrung ist, und da vertrete ich ja eine bestimmte Position, dass ich nicht glaube, dass es hilfreich ist, wenn wir sagen,
Ich bekomme in mir langsam mehr und mehr das Gespür dafür, dass das, was ich in mir entdecke, dass das ja vom Trauma meiner Mutter oder meines Großvaters herrührt. Weil das Problem ist, wenn wir das auf diese Weise sehen, dann wird nie jemand die Verantwortung übernehmen. Im Sinne von antworten können, im wunderbaren Wort Verantwortung steckt ja das Wort Antwort. Wir werden nicht auf das antworten können, was im Feld ist. Und ich sage ganz häufig auch zu meinen Klientinnen oder Klienten oder auch Schülerinnen und Schüler, irgendjemand muss es irgendwann zu sich nehmen. Und natürlich gehört es nicht nur zu deiner Mutter oder zu deinem Vater, weil die könnten ja auch sagen, wenn es zum Beispiel ein Entwicklungstrauma bei Ihnen war, könnten Sie sagen, das habe ich von meinem Vater und der sagt wieder von meinem Vater und dann nimmt es nie jemand zu sich. Wir sind hineingeboren worden in ein traumatisiertes Feld, also ist es natürlich auch mit unserer Geschichte verbunden. Selbst wenn wir bemerken im Laufe der Selbsterkundung, es gehört ursprünglich vielleicht noch weiter zurück, es war schon vor meiner Biografie, bin ich dennoch in dieses Feld hineingeboren. Und ich halte das für ganz wichtig, dass irgendjemand in der Familienlinie es irgendwann zu sich nimmt und es helfen kann, dass dieses Trauma heilen kann und darf. So. Es ist ja, also wenn ich das so sagen darf, es ist ja eigentlich auch die einzige Option, die wir haben, oder? Also das sollte man machen. Dass jemand anders zurückschieben sozusagen, das ist ja eigentlich, also wenn ich das jetzt so hart sagen darf, eigentlich eine die Ignoranz dessen, oder? Eigentlich so ein Unterdrücken auf eine Art und Weise, oder? Von dem, was ja eigentlich auch in mir ist, oder? Ganz genau. Also ich sehe das ganz ähnlich wie du an der Stelle, weil ich, weil es gibt ja viele Ansätze, die sagen dann, ich gebe meinem Vater das Trauma zurück oder ich gebe meiner Mutter das Trauma zurück und ich finde, dabei wird außer Acht gelassen, dass es ja kein Zufall ist, wenn ich in diesem Feld mich bewege, dann habe ich natürlich auch eine Erblast. Ich bin natürlich auch mit einer Erblast konfrontiert. Und es ist so wichtig, vielleicht sind wir die erste Generation, die überhaupt in der Lage ist, sich das anzuschauen, das wirklich zu sich zu nehmen. Und es geht nicht darum, dass wir es dann für unseren Vater, für unsere Mutter oder für unseren Opa oder unsere Oma tun. Wir tun es erstmal für uns. Und indem wir es für uns tun, verändern wir schon etwas im gesamten Familienfeld. Weil natürlich tauchen dann auf der Selbsterkundungsreise tauchen natürlich auch Transgenerationsverletzungen oder sogar weitere kollektive Verletzungen. Es geht ja auch noch weiter. Es gibt ja nicht nur die Verletzungen, die innerhalb der familiären Linie geschehen sind, sondern wir sind ja auch in einem kollektiven Feld von Verletzungen groß geworden. Und wenn ich zum Beispiel an Deutschland denke, dann ist natürlich der Zweite Weltkrieg sofort präsent. Aber es gab ja auch schon Kriege vor dem Zweiten Weltkrieg, der Erste Weltkrieg. Es gab den 30-jährigen Krieg, der in manchen Regionen in Deutschland, Ruhrpott zum Beispiel, 80 Jahre gedauert hat. Also wenn man den Blick weiter öffnet, dann ergibt sich daraus ja eine oder kann sich daraus einen spannenden Blick auf uns als Menschen richten. Denn man könnte ja sagen, es gibt nicht nur eine biologische Form der Evolution, es gibt auch eine Bewusstseinsevolution, es gibt auch eine emotionale Reifeform der Evolution oder Reifungsform der Evolution. Und wenn wir uns Menschen nicht mehr nur in einem kleineren Raum verstehen, nicht nur individuell und auch nicht nur kollektiv, sondern zeitlich, dann könnte man sagen, wir tragen dazu bei, indem wir uns mit unserer Macht-Ohnmacht-Dynamik, biografischen Macht-Ohnmacht-Dynamik beschäftigen, kommen wir automatisch in Macht-Ohnmacht-Dynamiken, die über uns hinausreichen. Es beginnt aber aus meiner Sicht immer erstmal mit der Biografie, weil das Unmittelbarste ist, was ich wahrnehmen kann. Ob das über Körperempfindung ist, über Atmosphären ist, ob das über Bilder ist. Selbst wenn ich merke, ich bin in bestimmten inneren Erkundungsreisen, lande ich immer wieder bei meinem Großvater im KZ. Das ist ja wichtig, das als Signal zu nehmen.
aber es ist ja in mir präsent. Ich werde Reaktionen haben. Und es beginnt deswegen immer erstmal bei mir. Und wie ich eben meinte, wenn ich in das Feld hineingeboren wurde, wo so heftigste, ist ja kaum vorstellbar, so heftigste Verletzungen stattgefunden haben, dann bin ich auch biografisch davon in meiner Geschichte betroffen. Erwachsene, die das nicht aufgearbeitet haben, können mir, wie ich eben meinte, nicht beziehungsmäßig frei begegnen. Und deshalb beginnt es bei mir. Aber auf diese Weise kann ich eben auch einen Teil dazu beitragen, dass das gesamte Bewusstsein sich langsam mehr und mehr anheben kann. Ich kann dazu beitragen in meinem Leben, kann ich dazu beitragen, indem ich mich meiner Heilung zuwende, kann eben auch was im größeren Sinne heilen. Das ist für mich, das meine ich überhaupt nicht im verklärten esoterischen Sinne, sondern ganz down to earth, eine Form auch von Weltarbeit, die ich da leiste, indem ich mich um meine reife Entwicklung kümmere, um meinen Heilungsweg kümmere, schwingt das weiter aus in andere Felder. Also das ist mir immer wichtig zu sagen, weil manchmal, ich kann es so nachvollziehen, wenn Menschen manchmal sagen, die sehr schwer verletzt wurden von ihren Eltern, wenn sie sagen, ich möchte für meinen Vater, meine Mutter gar nichts tun, ja, dann sage ich immer, das musst du überhaupt nicht, du tust es für dich. Du tust es für dich. Und dann schaust du, was geschieht, weil natürlich hat das eine Wirkung. Aber ich finde wichtig, dass wir den Blick erstmal auf uns ganz auf uns richten dürfen und von dort aus dann Schritt für Schritt weitergehen. Was taucht dann in mir auf? So. Ich glaube, du hast im letzten Gespräch hast du das Wort Begegnungskompetenz ganz genau eingeführt. Also irgendwo Stück für Stück wächst vermutlich dann diese Begegnungskompetenz und das Ausmaß dessen, was ich sehen oder dem ich mich sozusagen aussetzen kann, das nimmt dann vermute ich zu. Ganz genau. Und je mehr diese Begegnungskompetenz, das ist ja für mich so ein Kern auch eines inneren Weges oder für mich ist das auch ein Kernaspekt meiner Arbeit, die Entwicklung der Begegnungskompetenz. Je mehr die natürlich wächst, desto feiner werden wir in der Wahrnehmung. Das geht ja einher, dass ich immer feiner mich wahrnehmen kann, bedeutet ja, dass ich auch mehr Seiten in mir spüren kann und darüber hinaus auch mehr Zugang habe, auch zum Kollektiveren oder zuerst zum Familiäreren und dann zum Kollektiveren. Also ich bin zum Beispiel auf meinem Heilungsweg, nachdem die Biografie lange Zeit so im Zentrum stand, irgendwann nicht mehr mit der Biografie so verhaftet gewesen, sondern dann bin ich eingetaucht in Familienfelder. Vorher war das immer mal zwischendurch da, das war auch schon da, aber da war immer noch der Hauptaspekt, der Hauptfokus lag für mich immer noch auf der Biografie. Dann war das, dass ich gemerkt habe, was ist eigentlich mit meinem Vater, was ist mit meiner Mutter, wo kommen die eigentlich her? Aber ich meine das nicht rational oder mental. Ich hatte auch keine Möglichkeit, groß zu fragen. Ich wusste ein paar Dinge, aber vieles auch nicht, sondern es hat sich einfach offenbart. Und dann war ich irgendwann in den inneren Erkundungsreisen auch darüber hinaus im spanischen kollektiven Feld. Und das war für mich ganz interessant, weil ich ja seit meiner Kindheit in Deutschland bin. Und in Deutschland, ich weiß so viel mehr über deutsche Geschichte. Ich habe mich eine ganze Zeit lang intensiv damit beschäftigt, weil mich das sehr interessiert hat. Aber in der inneren Erkundungswelt, in den Erkundungsreisen, tauchte plötzlich der spanische Bürgerkrieg auf, ja, und ich dachte, abgefahren, also ich fühlte, meine Wurzeln gehen nicht in die deutsche Geschichte hinein. Das, was ich erfahren durfte an inneren Empfindungen, an Atmosphären, an Bildern, die mir dann so kamen, das war spanische Geschichte, dachte ich, interessant, wie das dann so ganz tief verwurzelt ist, so, ne, ja. Und dann würdest du sagen, dass Trauma dann mehr oder weniger fast immer irgendwo auch so eine Transgenerationstrauma-Komponente beinhaltet? Ja, also es ist so, dass man sagt im Allgemeinen, dem pflichte ich nicht bei, aber normalerweise sagt man ja, Transgenerationstrauma reicht so bis in die dritte Generation. Und mir leuchtet das überhaupt nicht ein. Also
Entweder wir sagen, dass wir in einer Linie stehen, ja, dann werden wir sicherlich nicht sagen können, dann bricht es ab. Wenn zum Beispiel im Ersten Weltkrieg auch schon heftige Dinge da waren, dann wird das natürlich dann auch in die Generation übertragen, die nach dem Ersten Weltkrieg waren. Bis in die 70er Jahre hat man Kinder noch geschlagen. Ja, auch das ist ja, was unsere Eltern erlebt haben oder manche auch, die jetzt zuhören, erlebt haben. Da ist ja ganz viel Grobheit, ganz viel tiefe Ungerechtigkeiten oder wirklich auch Todesängste in sehr schweren Situationen, die Menschen erlebt haben, auch durch Krieg, aber auch durch persönliche Schicksale. Und das, wie ich es erfahren habe auf meinem Heilungsweg und was ich so in inneren, tiefen inneren Einkehren so erfahren durfte, war, ich spreche auch von einem Urtrauma. Ich spreche davon, dass jeder Mensch, egal ob es bedeutet, wenn man sagen würde im Allgemeinen, die Person ist nicht traumatisiert. Es gibt ja nach der, zowbeispiel nach der Bindungstheorie von Bowlby und Mary Ainsworth, sind 50% der Kinder sicher gebunden, so sagt man das. Ich glaube, meine Erfahrung ist, es kommt immer darauf an, von welcher Warte aus man schaut. Ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft, in die wir hineingeboren werden, und in den Generationen davor war es noch, glaube ich, noch viel schlimmer als heute. In Deutschland sind wir schon, konnten wir schon manches auch an Weitblick, an Respekt füreinander und so weiter schon ein bisschen uns erarbeiten, auch kollektiv. Auch wenn ich sagen muss, wenn das der Boden dünn ist, sobald die Umstände sich ändern, brechen wir ja doch ziemlich schnell ein, wie Corona gezeigt hat oder wie immer wieder Strömungen zeigen. Aber ich glaube, dass es in der Zeit, in der wir leben, vielleicht ist das in 1000 Jahren anders, keine Ahnung, aber in der Zeit, in der wir leben, kommen wir in ein Feld hinein, wo nicht viel emotionale Reife herrscht. Wir haben eine große Form von mentaler Reife. Wir kommen aus der Aufklärung. Wir haben sehr viel Erfahrung sammeln können im Analysieren, im Weg von bestimmten Aberglauben und so weiter. Der Preis war weg vom Körper. Wir sind weit weg vom Körper gekommen. Jetzt ist der Körper mehr im Fokus, das Nervensystem und all das. Ja. Aber emotional, finde ich, sind wir noch ziemlich weit hinten. Das bedeutet, selbst, wie ich oft sage, wenn unsere Mutter erleuchtet wäre und unser Vater ist es auch, ist der Kindergarten es nicht. Wir kommen nicht drum rum, dass wir tiefe Verletzungen erfahren werden. Wir werden das Schutzprogramm, wie ich es nenne, das biografische Schutzprogramm, das Überlebensprogramm, werden wir aufbauen, das emotionale Überlebensprogramm. Wir werden, wie ich oft auch sage, eine Gefühlsrangliste aufbauen. Freude ist gut, Traurigkeit ist nicht gut. Wenn ich traurig also bin. Eine kognitive Bewertung. Ganz genau. Emotionen. Ganz genau. Das heißt, wir haben eine innere Haltung von entweder oder. Ne? Entweder du bist gut drauf, dann gehörst du dazu, oder du bist nicht gut drauf, dann gehörst du nicht so dazu, wenn ich jetzt an Kinder denke, ne, in der Schule oder so. Und dadurch erfahren wir Verletzungen. Auch im Kindergarten schon. Leider oft ja auch schon, wenn Eltern eben diese, die können so gute Absichten haben und ihr Kind tief lieben, aber wenn sie sich selber nicht begegnen können, können sie diesen im fein schwingenden Bindungsfeld, können sie ihre Kinder an der Stelle nicht abholen. Die Beziehungsfähigkeit, die ich nach innen habe, die habe ich nach außen. Und egal, welche Absicht ich da habe. Und das bedeutet, wir kommen nicht drum rum, unser Inneres aufzuteilen in so will ich sein und so will ich nicht sein. Und ich bezeichne eben diese Spaltung, die da passiert ist, auf einer Ebene. Das geht ja schon ganz früh los. Wenn ich lächle, bin ich geliebt. Wenn ich nicht lächle, wenn ich schreie, dann ist es eben nicht so toll. Das nenne ich eben Urtrauma, weil es aber eine Meisterleistung ist, eine Meisterleistung, was Kinder vollziehen, dass sie, ich nenne es ja das geliebte Kindsystem und das ungeliebte Kindsystem, also so bin ich in Ordnung, so nicht,
Das ist eine hochkreative, intelligente, unbewusste Meisterleistung. Nicht jedem Kind gelingt es, wie mir vor kurzem wieder eine Kinderpsychiaterin gesagt hat, manchen Kindern gelingt das nicht. Also super, dass wir das erreichen konnten oder vollziehen konnten. Wir sprechen dann ja auch gesellschaftlich schnell im positiven Sinne von Resilienz. Ich sage, es gibt zwei Arten von Resilienz, weil manche Kinder, die dann trotz großer Widrigkeiten geschafft haben, dass sie stark sind, dass sie sich gut durchgeboxt haben, das ist für mich keine Form von Resilienz, wie ich sie verstehe, weil es oft den Preis hat, ich musste Seiten in mir weit zurücklassen. Ja? Und dann ist es trotzdem toll, dass die Kinder das konnten, super gut. Aber ich finde, es dient immer noch dem Überlebensprogramm, dem emotionalen Überlebensprogramm. Und dann wäre die Heimkehr, die Heimreise dieser jungen Erwachsenen dann irgendwann oder Erwachsenen, dass sie sich wieder zurückbegeben zu den Seiten, die sie zurücklassen mussten. Und das, deswegen finde ich, muss man auch bei Resilienz ganz genau schauen, ist das eine echte Resilienz? Habe ich tatsächlich eine innere Elastizität? So konnte ich auf eine Weise überleben und kann ich dann den Weg, kann ich mich gut wieder in mir selbst anbinden, auch an die zarteren, an die traurigen Seiten in mir? Oder habe ich eine Kämpfernatur in mir entwickelt, was immer noch dem biografischen Schutzprogramm dient? Und dann können alle sagen, Mensch, es ist ja toll, was aus dir geworden ist, aber mein innerer Raum ist noch sehr eng, weil ich kämpfe gegen andere Seiten an. Und aus meiner Sicht ist eben, oder würde ich eben gerne dafür plädieren, dass wir neben den normaleren Traumaformen, mit denen wir umgehen, also in der Gesellschaft, von denen wir sprechen, dass wir den Blick auch auf dieses Urtrauma mehr richten, weil da ist es tatsächlich so, dass es nicht darum geht, wie gut funktionierst du, sondern ich würde eher die Frage stellen, wie bist du in Beziehung mit dir selbst? Und das ist ein himmelweiter Unterschied. So. Und also was du jetzt Urtrauma nennst, könnte man nicht sagen, dass Teil der eigenen Identitätsentwicklung zwangsläufig eine Trennung ist, um sich als getrenntes Ich überhaupt erfahren zu können. Das heißt, nur allein dieses menschliche Vehikel nutzen zu können, impliziert, dass ich zu einem gewissen Grad ein Trauma vielleicht erfahren muss, um mich überhaupt aus dieser Ganzheit als ich überhaupt erfahren zu können. Also das würde bedeuten, jeder von uns ist traumatisiert, oder? Ja, also tatsächlich. Dann, der Grad unterscheidet sich dramatisch mit Sicherheit, aber so ein existenzielles Trauma trägt ja jeder von uns in sich. Ja? Ganz genau, Simon. Also so würde ich das mit viel Respekt auch sagen, weil ich finde, das Wort Trauma wird ja heute auch manchmal schon inflationär benutzt. Das gibt es ja auch. Ne? Aber wenn wir das von dem Blickwinkel aus betrachten, den du gerade jetzt hier reinbringst und den ich sehr teile, dann glaube ich, es gehört dazu, in der Zeit, in der wir leben, gehört das dazu. Das ist auch kein Fehler oder so. Es gehört dazu. Wir fallen aus etwas raus. Wir gehen durch das Gesellschaftliche, diese Polarität, ne? Gut, schlecht und so weiter, Tag, Nacht. Wir leben in einer Polarität. Und wir versuchen natürlich innerhalb unserer selbst zu überleben. Wir gehen in so will ich sein, so will ich nicht sein. Wir streben, wir sind in einer inneren Selbstoptimierung da drin und unsere Gesellschaft fördert das sehr. Und die Menschwerdung bedeutet aus meiner Sicht, wenn wir nicht nur biologisch Menschen sind, sondern wenn wir unserem Namen, ne? Homo sapiens sapiens. Sapiens bedeutet ja weise. Ja, es gibt eine Übersetzung, heißt es weise. Sapiens, sapiens. Wenn wir also diesen Titel, den wir quasi, wenn ich das so nennen darf, verliehen bekommen haben, wenn wir den langsam mit Leben füllen wollen, dann geht es ja auch darum, dass wir Mensch werden, auch auf dieser emotional reiferen Ebene. Und dann ist die Heimkehr, dass wirklich nach Hause kommen, dass wir die Polarität
dass wir nicht mehr in ihr schmerzhaft verhaftet bleiben, weil sie bleibt ja bestehen, sondern dass wir aufwachen dürfen, ist dann eben aus meiner Sicht eine innere Heimkehr. Wir fallen raus, wie du gesagt hast, und die Rückkehr, die Heimkehr ist eben ein Aufwachen in einen anderen Bewusstseinszustand. Und der ist aus meiner Sicht eben genau der, wo Psychologie und Spiritualität sich treffen. Und dafür plädiere ich ja sehr, dass wir diese erstmal scheinbare Unvereinbarkeit von, in der Psychologie sagt man, das Ich muss gestärkt werden, und in der Spiritualität sagt man, das Ich sollte transformiert oder überwunden werden. Ja. Das ist wie ein Widerspruch. Dieses Paradox hat wahrscheinlich schon viele halb in den Wahnsinn. aber es braucht es gar nicht, wenn wir wirklich, wenn wir aufwachen in einen Bewusstseinszustand, den kann man ja nicht machen. Das ist ja eine innere Haltung, ne? Und die läuft durch tiefe Begegnung mit sehr schmerzhaften Seiten in uns, ja, dass wir immer wieder merken, wie begegne ich mir eigentlich selbst, ja, oder nicht nur mit den schmerzhaften, offensichtlich schmerzhaften Seiten, sondern auch mit der Seite, die nur nach Freude strebt, ne? Die ist ja genauso in Not, die ist im Fluchtprogramm, immer weg von dem, was gerade nicht so gut ist. Das sind ja Ich-Seiten in uns, die sind genauso in Not. Dann wachen wir in einem Bewusstseinszustand auf, der tatsächlich beides rahmt. Denn wir sind spirituelle Wesen und wir sind emotionale Wesen. Und dann beginnt für mich eine andere Form der Menschwerdung. Und würdest du sagen, dass eigentlich in unserer Identität eigentlich schon der Schlüssel gelegt ist, um uns sozusagen über die Identität hinaus wieder zu entdecken? Weil, wenn ich das kurz ausführen darf, also was für mich recht plausibel ist, dass wenn wir sozusagen geboren werden, validiert oder durch die Mutter, durch den Vater werden möchten für das, was wir sind, dann kann das ja nie so erfolgen für das, was wir wirklich sind, sage ich mal so, oder? Also das wird ja immer nie 100% erfolgen. Das heißt, aus dieser Diskrepanz fängt dann vielleicht das Kind an, Schlüsse darüber zu machen, dass irgendetwas mit ihm nicht okay ist, ja, bildet Annahmen darüber, wie es ist, um diese Diskrepanz zu erklären. Und daraus folgen dann Kompensationsmaßnahmen, um diesen Mangel auszugleichen. Und jetzt, also das ist das Bild, das ich ganz interessant finde, weiterzuentdecken. Jetzt ist aber eigentlich in dieser Annahme vielleicht, ich bin nicht gut genug und ich habe keinen Wert, ist ja eigentlich auch schon der Schlüssel drin, oder? Weil früher oder später, wenn ich diesem Schlüssel folge, werde ich entdecken, dass ich für mich als Mensch vielleicht tatsächlich nicht Wert habe. Aber wenn ich durch dieses Tor marschiere, entdecke ich mich eigentlich wieder. Ja? Was dann mir vielleicht erlaubt, aus einem anderen Blickwinkel mich als Mensch dann auch in Vollkommenheit, in unvollkommener Vollkommenheit sozusagen wieder zu entdecken. So, das finde ich einen ganz interessanten Gedankengang zumindest. Würden wir natürlich hören, wie du das... Ja, genau. Also ich, absolut. Also wir, also es, man könnte ja vielleicht sagen, es gibt einfach verschiedene Formen der Geburten, oder? Mhm. Wir werden als Menschenkind geboren. Wir werden, wie Carl Gustav Jung so schön sagt, in etwas hineingeworfen, geboren. Dann müssen wir irgendwie zurechtkommen. Dann gibt es die zweite Geburt, da wird uns langsam gewahr. Moment mal, also okay, das ist meine Mutter, das ist mein Vater, so dachte ich, bisher bin ich, aber wer bin ich denn eigentlich? Ja. Und dann beginnt eben das Stehenbleiben. Wir sind ja in diesem biografischen Schutzprogramm, wie ich es nenne, oder emotionalen Überlebensprogramm, sind wir ja genau genommen die ganze Zeit auf der Flucht. Wir wollen immer irgendwo hin, wir glauben, wenn ich erst so und so bin, dann, wenn ich meine Essstörung los bin, wenn ich meine Depression los bin, dann beginnt endlich das Leben. Und das heißt, diese zweite Geburt ist langsam ein Stehenbleiben, das ist ja nicht so leicht, also ne, ein langsames Stehenbleiben und merken, was ist denn eigentlich? Was ist denn hier eigentlich? Und dann kommen natürlich eine ganze Menge an Ich-Seiten zum Vorschein, von denen wir keine Ahnung hatten. Und dann wissen wir eine ganze Zeit lang überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Und so. Und dann gibt es für mich die dritte Form der Geburt, wo wir langsam
erfahren können. Und das ist für mich eben wirklich ein Aufwachen. Ich spreche ganz bewusst von Aufwachen und eben nicht nur von, dass wir psychologisch nicht nur uns kennenlernen, sondern wenn wir wirklich immer wieder die Haltung in Frage stellen, wie begegne ich mir? Weil da sind ja unglaublich blinde Flecken. Wir können ja immer noch in einer großen inneren Selbstoptimierung sein, obwohl wir mit innere Kindarbeit, obwohl wir zur Therapie gehen, obwohl wir meditieren und all das, ist immer noch, wir instrumentalisieren in der Regel die Liebe, damit ich dann doch endlich richtiger bin, sage ich mal. Selbst im Spirituellen ist das, kann man das genauso machen. Also was ist meine Haltung, wenn ich also langsam stehen bleibe? Und das kann ich nur, indem ich immer wieder bemerke, ich kann nicht stehen bleiben. Und ich begleite die Seite, die nicht stehen bleiben kann. Ja, also das ist ein permanentes Sich-Kennenlernen. Dann wachen wir, und das ist für mich die dritte Geburt, in etwas auf, wo wir die Vielschichtigkeit unseres Menschseins entdecken. Dass wir merken, wir sind tatsächlich noch mehr als das, was wir Identität im herkömmlichen Sinne denken oder dachten. Ja? Und an dieser Stelle finde ich auch interessant, es gibt ja mystische Wege oder Weisheitstraditionen, im Christlichen zum Beispiel gibt es ja auch, dass man sagt, nur die Kinder kommen ins Himmelreich. Ja? Ich bin jetzt nicht religiös, aber was aus meiner Sicht damit gemeint ist, ist ja tatsächlich eine Rückkehr, was ja ein Vorwärtsgehen ist, aber gleichzeitig ist es wie eine Rückkehr, das Paradoxon da drin, dass wir zu den verletztesten Teilen in uns kommen, wo unser Herz ganz früh zugemacht hat und zumachen musste. Gut, dass es so war. Und wo wir langsam durch, ich würde sagen, durch das tiefe Begleiten emotional, öffnet sich ja ein Herz und, wir, und unser Herz. Und wir kommen in Kontakt mit einer Purheit, mit einer Unschuld. Wir kommen in Kontakt mit etwas, was wir glücklicherweise durch das Fluchtprogramm mit dem ganzen Dichtmachen, was uns ermöglicht hat, dass wir da ganz heil bleiben konnten. Manche Kinder konnten das nicht. Und an der Stelle ist es ja so, das kann man ja immer gar nicht so richtig in Worte fassen, weil das, was die ganze Zeit verhindert werden soll von diesem biografischen Schutzprogramm, dass wir nie wieder so verletzt werden, sind ja tiefste Verletzungen mit Macht-Ohnmacht-Dynamik. Nicht sich willkommen zu fühlen auf diesem Planeten, ist die tiefste Verletzung aus meiner Sicht, mit ganz viel Respekt vor vielen schrecklichen anderen Verletzungen. Aber nicht zu wissen, also nicht sich ganz verkörpern zu können, ist, wir sind Heimatlose, wir sind Obdachlose, wir haben kein Zuhause. Das ist so grausam und die meisten wissen es gar nicht. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass das, was sie eigentlich in sich haben, weil sie so in dem Fluchtprogramm sind, nach außen gerichtet sind. Und wenn wir langsam anhalten und spüren, da diese tiefste Verletzung, wir weinen um uns selber, wir merken, mit uns war nie etwas verkehrt, öffnet sich ja langsam das Herz. Und das ist dann tatsächlich eine Anbindung automatisch an etwas Größeres. Und an der Stelle merken wir, dass niemand kann uns so willkommen heißen wie der Durchgang durch dieses Herz. Und aus meiner Sicht kann man das nicht machen. Wir können jetzt viele Herzübungen machen, wir können Herzöffnungsübungen machen, aber es ist immer noch konditioniert. Und das ist gut, um Referenzen zu haben. Aha, so kann es sich anfühlen, aber es betrifft aus meiner Erfahrung nicht die tiefste Wurzel. Das ist eine Sache, die ist so intim. Da bist du mit dir und Gott. Da bist du mit dir und dem Höheren. Egal, wie du es nennst, Leben ist mir völlig egal. Das ist eine, wie viele Mystiker gesagt haben, auch Juan de la Cruz sprach ja von der dunklen Nacht der Seele. Da bist du, da gehst du durch was sehr Tiefes durch und dann gibt es eine andere Form des Aufwachens. Und was man dann ja langsam entdeckt ist, es gibt etwas, was über das Persönliche oder das Menschsein im Allgemeinen hinausgeht. Du kommst in Kontakt mit etwas Unzerstörbarem. Und dann ist das nicht,
da wächst ja nochmal eine andere Form von Demut. Das ist ja nicht Yippie, sondern es ist eine, diese Art von Glückseligkeit ist ja ganz still. Im guten Sinne, ist ja ganz unaufgeregt. Es ist nicht die Freude, wow, ist auch toll. Wir sind Menschen, wir sind vielschichtig. Es ist toll, sich zu freuen und wir sind traurig, alles in Ordnung. Wir sind vielschichtig, dafür möchte ich immer aufstehen. Aber es gibt eine Form von Daseinsfreude, von ganz tiefer Daseinsfreude, die hat mit Seinsqualität zu tun und nicht mit dem, was wir an Freude erleben in Polarität zu Traurigkeit. Das ist wie viel tiefer. Ja. Also, du hast es ja gesagt, also diese kindliche Unschuld, also du hast gesagt, die Kinder kommen ins Himmel, oder ins Himmelreich, oder diese, also wenn man da einfach nur zurückversetzt oder Kinder beobachtet, das ist ja wirklich so ein von Erfahrung ungetrübter Blick in die Welt, oder? Aber das Interessante ist, es gibt ja auch manchmal Strömungen, die dann das glorifizieren, weil das Problem ist ja, wenn du Kind bist, du hast ja gar kein Bewusstsein dafür. Also deswegen ist es eine Heimkehr auf eine Weise, weil man kann es ja auch, wie gesagt, ich bin auch nicht bibelfest, aber ich habe ein bisschen lesen dürfen und bin auch nicht religiös, aber natürlich sind wir aus dem Paradies rausgefallen. Also wenn ein Kind im Paradies ist, ja, ganz offen und so, aber noch kein Bewusstsein darüber hat, du weißt gar nicht, also um das Paradies, was für mich ein Bewusstseinszustand ist und kein Ort, um das Paradies überhaupt entdecken zu können und überhaupt wertschätzen zu können, musst du rausfallen. Wir müssen einschlafen dürfen, um aufwachen zu können. Es geht ja gar nicht anders. Und das ist keine leichte Sache. Also manchmal wird das so verklärt dargestellt, weil, ich weiß nicht, wie es für dich ist, Simon, man kann ja einerseits versuchen, immer wieder die Anbindung, also sich zu verbinden mit etwas Höherem. Aber da machen wir noch etwas. Und ich finde gut, es zu können. Ich finde wunderbar, das in seinem inneren menschlichen Toolkoffer zu haben. Super, wenn ich mich überfordert fühle, dass ich das tun kann. Aber ich würde immer auf längere Sicht dafür plädieren, dass wir uns mit den unverbundensten Seiten in uns langsam ihnen annähern können, damit das, was da an der Stelle geschieht, dass wir unverbunden sind, ist ja wieder gekoppelt an Verletzungen, an Macht-Ohnmacht-Dynamiken. Wie ist es geschehen, dass wir uns so unverbunden fühlen? Und wenn wir mit diesen Seiten in Kontakt kommen und an der Stelle aufwachen können, dann ist das Verbundensein eine Natürlichkeit. Wir müssen es nicht machen. Und das hat eine viel größere Tiefe. Aber es bedeutet erstmal ein Weg, der von viel mehr Steinen gepflastert ist. Es ist die Menschen, mit denen ich arbeiten durfte bisher in all den Jahren, natürlich verstehe ich sofort, dass sie sich lieber verbinden wollen, als hinabsteigen und in Kontakt kommen mit der Unverbundenheit. Aber wenn wir das nicht können, wenn wir die mit den unverbundenen Seiten, mit den zutiefst abgekehrten Seiten in uns, ne, die sagen, das Leben, da will ich nicht hin. Menschen sind potenzielle Täter, ich will das nicht so. Was ja unter unseren chronischen Symptomen, meiner Erfahrung nach, sind unsere chronischen Symptome ja eine der größten spirituellen Lehrer, die wir haben. Mit dem tiefsten Respekt kann ich nur immer wieder sagen, sage ich das, wenn man leidet, wie ich oft sage, man in der Hölle sitzt, ist daran nicht schön zu reden. Aber trotzdem an dieser Stelle, wenn wir in Kontakt kommen mit diesen sehr unverbundenen Seiten und ihnen langsam begegnen lernen, nicht wie kriegen wir sie ins Leben, sondern wie können sie ein Daseinsrecht langsam bekommen? Wie ist es möglich, dass ich mich weite, dass ich aufwache, dass ich nicht versuche, aus Schwarz-Weiß zu machen oder aus Weiß-Schwarz, sondern wie kann ich in meiner Vielschichtigkeit sein? Dann wächst ja, dann kann ich das nur mit einer Haltung von tiefer Liebe tun. Und die kann man nicht machen. Das beginnt damit, dass ich immer wieder merke, ich will die Seite nicht haben, ich will die Seite nicht haben und das ist genau richtig. Und diese Seiten dann wiederum kann ich begleiten. Nicht damit aus einem Nein ein Ja wird, dann bin ich immer noch gewalttätig,
sondern indem ich das Nein bis zum tiefsten Punkt erkunde und dann schaue, was ist. Wenn es eine Erkundungsreise tief ist, kann ich nicht das Ergebnis vorher schon wissen. Ich kann nicht eine innere Kindarbeit machen, ich kann nicht eine spirituelle Reise antreten mit irgendwelchen Sessions und vorher schon wissen, okay, am Ende bin ich dann endlich so und so. Das ist doch keine Erkundungsreise. Das ist eine Dressur. Eine Erkundungsreise heißt, ich weiß nicht, was im nächsten Moment mich erwartet. Aber wenn ich langsam mir auf diese Weise näher komme, dann bin ich eben nicht mehr so verhaftet in der Dualität, in der Polarität. Und dann ist das nicht wichtig, ob ich mal traurig oder mal fröhlich bin, weil langsam eine Daseinsfreude da ist. Ich bin, ist dann das, was ist. So. Und das, was du beschreibst, also für mich ist das, auch wenn das sich vielleicht in dem Moment nicht so anfühlen mag, aber das ist ein Ausdruck von Liebe, nicht? Also ganz sich klar. Einfach zu begleiten, oder? Unabhängig, wie man sich fühlt, ob man durchdrehen ist, ob man verzweifelt ist oder nicht, aber einfach nur mit dem zu sein. Das ist ja vielleicht in dem Moment nicht so wahrnehmbar, aber wenn man dann vielleicht zurückschaut, dann, naja, warte mal, stimmt, ja, warte, wow, ja. Genau. Und es beginnt, es kann aus meiner Sicht nicht anders sein, es beginnt immer damit, dass wir erstmal nicht mit uns sein können. Mir ist es so wichtig zu sagen, weil wir manchmal, wir leben im Augenblick in einem Zeitgeist, wo oft gesagt wird, ne, alles darf da sein und so. Ich halte das wirklich für Unsinn. Ich glaube, dass alles darf da sein, ein gereifter Bewusstseinszustand ist. Den haben wir am Anfang nicht. Sonst ist es wie ein Konzept. Und man kann es ja ganz leicht überprüfen, wie ich auch in meinen Büchern auch oft gesagt habe, man muss sich nur fragen, wenn jemand sagt, alles darf da sein, dann dürfte meine Depression ja auch da sein und meine Essstörung da sein und meine Angststörung und all das. Und da muss man sich nur fragen, auf ewig auch? Dürfte es auf ewig da sein? Ne? Also gebe ich ein Duldungsrecht? Ja, du darfst da sein, aber das ist sehr leicht gesagt. Ja, genau. Ja. Und natürlich sagen wir Menschen am Anfang, nee, Moment mal, auf ewig nicht. So. Und es ist richtig. Ich nehme das an, um mich zu transformieren. Ja, genau, ganz genau. Na? Und dann würde ich eben immer dafür plädieren, begleite die Seite, also sonst ist es ja nicht authentisch, begleite die Seite, die eben sagt, auf keinen Fall auf ewig. Ist doch klar, dass Menschen sagen, ich will doch nicht auf ewig depressiv sein, weil wir noch in der Dualität festhängen. Wir glauben, wenn ich depressiv bin, kann ich ja nicht glücklich sein. Wir sind in der Dualität, wir sind in der Polarität. Und das ist aber nicht der Zustand, um den es eigentlich geht. Aber da starten wir. Und deswegen würde ich immer sagen, wenn Menschen mir in den Sessions gegenüber sitzen oder in den Seminaren oder in den Gruppen, und dann frage ich eben, wenn sie sagen, ja, also ich, mein Herz ist offen und alles darf da sein, sage ich, okay, warte mal kurz. lass mal ganz kurz anhalten. Und natürlich, also wenn Sie dann sagen, ja, auf ewig nicht, sage ich, das ist doch in Ordnung. Dann drück doch bitte erstmal deinen Unmut aus. Ja. Vielleicht sogar deine Selbstaggression, deine Aggression gegen Gott, gegen das Schicksal. Wieso habe ich das und andere nicht? Lass uns abholen, wo du stehst und nicht, wo du meinst, dass du stehen solltest. Lass uns doch da abholen. Was ist, wenn das nicht verkehrt ist? Was ist, wenn es dazugehört? No. No. Du hast vorhin hast noch gesagt, dass es viele Menschen, ich glaube, das Wort heimatlos benutzt oder sich nicht willkommen fühlen hier, das, also aus eigener Erfahrung, also das habe ich, also das habe ich nicht gewusst, dass das der Fall war, sage ich mal so. Und dann auch verschiedene, sage ich mal, Konzepte mitstudiert, wo das implizit Teil des Konzeptes war, zu erklären, warum es hier nicht okay ist, sage ich mal so. Ja, aha. Ja, aber aha. Zugrunde, das habe ich dann erst später entdeckt, war eigentlich dieses Gefühl von, hier ist irgendwas nicht in Ordnung oder ich bin nicht in Ordnung. Aber das wurde versteckt durch das Konzept, sage ich mal so. Ja? Ja. Und da haben sich dann Leute gefunden, die dann eigentlich, sage ich mal so, diese Heimatlosigkeit auf Schuldige projiziert. Ja. Ja. Aber und diesen eigentlich diesen, sag ich mal, diesen Glaubenssatz oder dieses Gefühl in mir wurde so eigentlich versteckt, sag ich mal. Und wenn ich so ein bisschen in die Welt gucke, dann sehe ich das sehr oft, ja, wo
wo eigentlich dann irgendwo dieses, die Welt ist nicht in Ordnung oder hier ist was schlecht, als erstmal nicht selbst angenommen wird. Und damit möchte ich auch nicht hier irgendwie sagen, die Welt ist perfekt, ne? Überhaupt nicht. Ja, ja? Aber, ja. Aber das letztlich, also eigene Erfahrung, und ich bin auch jetzt irgendwo nicht am Endziel oder so, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel dann tatsächlich auch zum, ja, sag ich mal, positiv dann auch beeinflussen, wenn man nicht mehr in der Reaktion ist, sag ich mal, und gegen Feindbilder kämpft. Ja? Genau, und es braucht natürlich auch, aus meiner Sicht da auch, eine Seite gegen Feindbilder kämpft. Ne? Das kann man ja auch begleiten, weil letztlich, also was passiert in der Welt? Wir projizieren ja ständig irgendwie innere Dinge nach außen. So. Das ist ja letztlich eine Projektion irgendwo, die ja, wir erleben, genau. Nicht? Ja. Ganz genau, ganz genau. Und jetzt können wir natürlich mit Kritikern auch das daran gehen, was manche ja auch dann leider erfahren. Ne? Du, das ist ja ganz schlecht und so. Aber letztlich geht es ja darum, es wieder mehr nach innen zu holen. Und wenn wir uns wirklich ehrlich begleiten, dann wächst ja ein ganz tiefes, fühlendes Verständnis für uns selbst. Und das ist doch, da finde ich, geht doch erst die Blume der Liebe wirklich auf, wenn wir wirklich spüren, wenn wir an die tiefste Verwundungswurzel kommen und spüren, ich habe verdammt gute Gründe immer schon gehabt für das, was ich denke und fühle. Mit mir war nie was verkehrt. Ich bin nicht verkehrt, ich war auch nicht verkehrt. Das sind ja so heilige Momente, die wir dann mit uns erfahren, wo wir dann merken, ich muss nicht anders sein. Und das Paradoxe ist ja, wenn sich nichts mehr verändern muss, verändert es sich. Das ist ja das Verrückte. Aber wir können es uns nicht vornehmen. Und wir neigen natürlich dazu, wir sind Menschen, das ist auch völlig in Ordnung. Aha, so ist das Konzept. Jetzt versuche ich immer dann, das irgendwie mich anzunehmen. Nein, kannst du nicht. Aber wenn du kannst tatsächlich in der Selbstbegleitung immer wieder auf eine gute Weise, also nicht auf eine destabilisierende Weise im negativen Sinne, sondern auf eine gute Weise, kannst du immer wieder dich fragen, mit welcher Haltung begegne ich mir eigentlich? Und wenn die Haltung nicht ist, oder wenn die Haltung, grundsätzliche Haltung nicht ist, mit einer guten Haltung wäre es aber besser, so, sondern wenn es darum geht, das Ziel ist nicht, dass du dir mit einer guten Haltung begegnest. Das Ziel aus meiner Sicht ist, dass du mitbekommst, mit welcher Haltung du dir begegnest und das dann eben begleitest. Nicht damit nachher eine andere Haltung, weil die besser ist, sondern es geht darum, dass du einen Rahmen schaffen kannst, wie ich oft auch sage, mit dem Yin-Yang, ich glaube, wir hatten das letztes Mal vielleicht auch in unserem Gespräch, es geht darum, dass der Kreis um das Yin-Yang-Zeichen herum, dass wir da langsam landen dürfen, deswegen spreche ich von Aufwachen. Innerhalb von diesem Yin-Yang-Zeichen, innerhalb der Polarität, wird es keinen Frieden geben. Wenn ich denke, jetzt bin ich endlich im weißen Feld, ja, dann ist doch schon impliziert, es ist nur eine Frage der Zeit, dann bin ich wieder im schwarzen Feld. Das ist das Gesetz der Polarität. Aber wir können aufwachen. Wir Menschen haben diese Möglichkeit. Das ist ja ein Riesengeschenk. Wir können reflektieren, wir können uns begegnen, wir können wachsen. Und wenn es darum geht, tatsächlich uns immer wieder zu begleiten, dann wächst eine Haltung von, also eine gereifte Haltung von, ja, ich bin mal so und mal so und es gibt eine Instanz, die das Ganze rahmen kann. Der Kreis um das Yin-Yang-Zeichen herum. Ich nenne es auch das Und-Bewusstsein. Raus aus dem Entweder-Oder. Aber ich komme nicht raus aus dem Entweder-Oder, indem ich ein mentales Konzept mache und jetzt das böse Wort Entweder-Oder oder das, ne, die bösen Wörter vermeide, sondern indem ich merke, ups, ich bin voll im Entweder-Oder, ich bin voll parteiisch, ich habe keine Lust mehr auf diese Angstproblematik. Ja, natürlich. Und begleite die Seite, lass sie noch mehr dagegen sein. Begleite die Seite, die dagegen ist. Und dann kann man ja langsam merken, wer begleitet sie eigentlich. So, ne? So, also das, da, ja, da wächst einfach, da reift, da kann etwas reifen. Und das lässt uns aus meiner Sicht das Geschenk des Menschseins überhaupt
aus meiner Sicht überhaupt erstmal auspacken. Wir sind vielschichtig. Wir sind auf einer Ebene voll polar und auf einer anderen Ebene nicht. Mensch werden dürfen in seiner ganzen Palette. Und dazu gehört für mich auch, weil wir beim Transgenerationstrauma waren, dass wir merken, wir sind die Träger von Vergangenem und wir sind das Glied dazwischen in Richtung Zukunft. Wir sind zwischen Himmel und Erde, wir sind zwischen Zukunft und Vergangenheit, wir sind in unserem Leben jeden Tag genau an diesen Gabelungen. Und was aus der Vergangenheit kommt, kommt, ob nun persönlich, transgenerativ, wir als Menschen sind wir genau dort in der Mitte zwischen Zukünftigen und Vergangenem. Und wir haben die Möglichkeit, obwohl wir vielleicht meinen, wir beschäftigen uns mit Psychologie, wir meditieren, die Haltung macht den Unterschied. Wenn ich immer meditiere, weil ich unruhig bin, dann gehe ich an dieser Gabelung von Zukunft und Vergangenheit immer wieder in die Vergangenheit, weil ich sage die ganze Zeit weiterhin zu einer Seite in mir, du bist nicht so okay. Ich wiederhole exakt das, was meine Eltern schon zu der Seite in mir auch gesagt haben. Also das Aufwachen, das Reifen ist keine leichte Sache, aber es lohnt sich so sehr, weil wir nicht nur langsam freier werden. Wir steigen aus einem Leidenskreislauf aus. Wir sind ja in einem Leidenskreislauf drin, aus meiner Sicht, weil wir in der Polarität festhängen. Also wenn ich zum Beispiel chronisch erschöpft bin, dann kann man ja so schnell denken, die chronische Erschöpfung verursacht mein Leiden, aber das tut sie ja gar nicht. Der Kampf in mir gegen sie verursacht das Leiden. Wenn ich chronisch erschöpft wäre und ich könnte mein Leben dieser Erschöpfung anpassen, mal ganz abgesehen davon, dass es wichtig ist zu erkunden, wo kommt sie her, wenn ich wüsste, ich müsste mich mehrmals am Tag hinlegen, wenn ich das tun könnte, ich spreche jetzt nicht von den Gegebenheiten, was dann alles dagegen spricht, nur von dem, die Erschöpfung ist mein Leiden, dann werden wir wahrscheinlich schnell feststellen, nee, wenn du dich dementsprechend deinen Alltag gestalten könntest, würdest du vermutlich nicht leiden. Es muss also immer eine Seite geben, die deutlich macht, die ist nicht gut, ich wäre lieber anders. Ich kann nicht genug leben, ich muss meine Aufgaben erfüllen, ich muss mich um meine Kinder kümmern, habe ich tiefstes Verständnis für. Aber ich möchte sagen, wir leiden nie, leiden bedeutet innerer Kampf. Und wenn das deutlicher wird, dann wird vielleicht auch deutlich, innerhalb der Kampfdynamik kann es keinen Frieden geben. Es kann einen Waffenstillstand geben, vorübergehend, aber keinen Frieden. Das braucht eben, glaube ich, das Aufwachen aus dem Schutzprogramm. Und das hat eben mit einem tiefen inneren Weg zu tun, so, wo Psychologie, Spiritualität aus meiner Sicht trifft. Also noch eine Frage. Jetzt hast du natürlich die Vielschichtigkeit angesprochen. Dem, was wir sind. Und aus eigener Erfahrung, man beginnt auch zu entdecken, dass es dann verschiedene Perspektiven auf uns gibt, sage ich mal, und irgendwo die Abgrenzung zwischen mir und anderen sich beginnt auch aufzulösen aus einem Blickwinkel. Und dann aus dieser Perspektive, da gibt es dann noch die Frage nicht mehr, ist das jetzt mein Trauma oder dass meine Eltern irgendwo, wenn sich der Blick, ich sage mal, also dieser Identität, die als getrenntes Vehikel existiert, wenn der Blick darüber hinausgeht, da verschwimmen diese ganzen Vorstellungen und Konzepte und beginnen sich irgendwie als ein Stück weit vielleicht zu lösen, als definitive Beschreibung der Realität. Ja. Ganz genau. Also das ist auch meine Erfahrung. Du bist irgendwann, wie ich eben kurz versucht habe zu sagen, du bist irgendwann der Mittler oder die Mittlerin zwischen dem, was aufkommt und dem, wo es sich hin entwickeln möchte, also zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und welches Signal dann in dir aufkommt, ist nicht mehr so entscheidend. Ja? Ob das von wo es kommt, ist nicht entscheidend. Als Mensch, es taucht in dir auf, du nimmst es.
und du prozessierst es. Aber bevor wir da sind, möchte ich noch mal ganz doll einmal aufstehen, weil es so wichtig ist. Wir sind durch das biografische Schutzprogramm, da gibt es eine Vermischung von du und ich. Also wir brauchen überhaupt erstmal ein Empfinden von, okay, du bist du und ich bin ich, weil verletzte Kinder sind ja oft viel zu schnell in einem Wir-Feld gefangen, weil sie so wird immer ausgerichtet auf, wie muss ich sein, dass das erstmal auch eine Zeit lang braucht, ganz den Blick auf sich richten zu können. Und deshalb verstehe ich auch jeden, der vielleicht sagt, das ist ja das Trauma von meiner Mutter, so. Und dann muss aus meiner Sicht eben diese Seite auch begleitet werden. Es geht nicht darum, ich gebe es ihr zurück, weil das kann ich gar nicht. Also man könnte ja dann auch denken, wie ich vorhin sagte, na gut, und dann gibt sie es zurück, aber sie lebt nicht mehr und was jetzt? Also natürlich, das, was nicht erlöst ist, die unerlöste Vergangenheit, wird auftauchen. Oft kommt das über Symptome, manchmal kommt das über körperliche Symptome, über Stimmung, egal was, über Träume, über Dinge, die mir geschehen in der Welt. Das Unerlöste versucht sich Ausdruck zu verschaffen. Das Unerlöste bedeutet ja, dass eine Spannung drin ist. Also die Lebenskraft konnte nicht frei fließen, sich entfalten. Verletzung macht Ohnmachtdynamik, bedeutet immer, es gibt irgendwo einen Stau. Und wenn jemand sagen würde, für mich ist das erleichternd, habe ich öfter gehört, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, es ist so erleichternd zu merken, ach, das gehört ja zu meiner Mutter, dann finde ich wichtig, das im Raum zu haben. Und ich würde immer auch fragen, wer ist eigentlich so erleichtert in dir? Was wäre denn, wenn es nicht so wäre? Und dann kommt manchmal, dann habe ich den Eindruck, ich werde es niemals los. Okay, dann sprechen wir also auch von einer Angst. Und können wir uns einen Moment der Angst widmen? Oder manche haben dann auch mit Schuld auch zu tun. Ja, so. Dann sage ich, okay, können wir kurz gucken, wo genau befindest du dich gerade innerlich? Ja, denn ob es zu deiner Mutter gehört oder nicht zu deiner Mutter gehört, es hat in dir ja erstmal etwas ausgelöst. Und das ist das, wo es wichtig ist, dich abzuholen, wo du stehst. Sonst bleibst du auf einer Ebene weiter in diesem Kampfmodus. Und wie gesagt, unerlöste Traumata lösen sich ja eben nicht einfach so auf. Ja. Aber es braucht auch Zeit. Es braucht auch Zeit, dass Menschen wirklich ganz ihre Geschwindigkeit gehen dürfen und dass dass die Wut ausgedrückt werden kann. Die Abgrenzung, Wut ist ja auch Abgrenzung. Ne? Meine Mutter ist so, mein Vater ist so und ich bin hier. Das Aufstehen für die eigene Wahrheit, für die eigene Verletzung, das sind ja alles so wichtige Stationen. Und das kann man nicht überspringen. Ne? Ist auch gut so, finde ich. Ja, also das, was ich gerade erzählt habe, also auch aus eigener Erfahrung, kann man sehr leicht dann auch wieder als eine Kompensation. Ganz, ganz genau. Strategie. So ist das. So ist das. Humorvolle, ja. Ja, das ist auch humorvoll, ganz genau. Weil letztlich, Simon, also was du erzählt hast, ist ja so wahr. Und man kann es von einer ganz anderen Seite auch nutzen. Es geht immer um die Haltung. Wie nutze ich etwas? Ja. Ich habe mal von einem sehr wunderbaren Mann gehört, der einfach viele wunderbare spirituelle Erfahrungen gemacht hat. Und der hat mal zu mir gesagt, als junger Mann war er in so in spirituellen Gruppen unterwegs und er hatte auch einen spirituellen Lehrer damals. Und dann war er in einer Gruppe, dieser junge, also damals junge Mann, war in einer Gruppe, wo sie immer versucht haben, sich zu schützen vor den bösen, negativen Energien. Und daraufhin hat dann sein damaliger Lehrer, hat es mir dann irgendwann erzählt, gesagt, warum tut ihr das? Was soll daran spirituell sein, wenn du sagst, das lasse ich draußen? Und dann hat der Mann mir erzählt, eben, da war er ganz verwirrt als junger Mann, meinte, ja, aber das ist doch...
wichtig. Und dann meinte sein spiritueller Lehrer damals zu ihm, aber habt ihr denn die Energien mal gefragt, was sie denn wollen? Also statt sofort, das gehört hier nicht hin. Ne, so. Oder wir erfahren das ja auch. Manchmal, wenn Menschen so sagen, habe ich gerade vor allem längerer Zeit schon mit einer Person gesprochen, die sagte, versucht sich zu schützen, weil wenn sie mit Menschen zusammen sind, die irgendwie depressiv sind, dann wird sie auch depressiv und da muss sie sich davor schützen. Da gibt es einen ganzen Markt, ne? Wo ich dann zu ihr meinte, aber du könntest auch genau andersrum sagen, wow, wie kann es sein, dass in dir diese Seite zum Schwingen kommt? Da muss ja etwas in dir Depressives sein. Also du könntest auch sagen, Dankeschön, dass du mich aufmerksam machst auf das. Sonst bist du immer im Kampf. Also es ist aus meiner Sicht gerade das Gegenteil von Spiritualität, wenn Leute versuchen, mit irgendwelchen Sprays oder so irgendwie versuchen, sich abzugrenzen, weil eigentlich, wenn psychologisch die Verletzungen langsam heilen dürfen, gibt es eine ganz natürliche Abgrenzung. Wenn das nicht geschehen kann, dann bin ich in einer Macht-Ohnmacht-Dynamik noch verhaftet und dann schwingt die eine depressive Seite in mir immer an, wenn ich jemanden Depressiven sehe, aber daran ist doch nicht der Depressive schuld. Oder verantwortlich ist doch meine Verantwortung, dass ich dann merke, wow, ist ja abgefahren, dass ich dann irgendwie nicht so gut drauf komme. Ja, ja, okay, also wie kommt das? Das scheint ja irgendeine Form von du bist du und ich bin ich auf dieser Ebene. Es gibt eine andere Ebene, wie du meintest, da verschwimmt das. Aber auf einer Ebene ist es ja so, da scheint eine Verletzung noch zu bluten, da scheint eine Wunde zu bluten. Und die Menschen leben auf diesem Planeten mit anderen Menschen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns am tiefsten Punkt, am tiefsten Verletzungspunkt abholen können, um von dort aus langsam reifen zu können. Und dann können 60 depressive Leute im Zimmer sein. Das heißt auch nicht, dass ich depressiv werde. Dann kann ich Mitgefühl haben, dann kann ich sagen, wow, ist sehr schwer für euch. Mein Herz ist da offen und ich bin einfach hier. Aber wenn das nicht möglich ist, dann habe ich auch tiefes Verständnis. Aber dann ist das doch wichtig, statt zu versuchen, es wegzumachen. Spiritualität, zumindest wie ich es erfahre oder erleben darf, ist doch die tiefste Form von Liebe. Und Liebe sagt doch nicht Nein zum Jetzt. Es ist nicht schlimm, wenn ich das Nein zum Jetzt habe. Ist doch okay, aber dann ist wichtig, dass ich es benenne und nicht versuche unter einer Pseudo-Akzeptanz oder unter einem, oh, ich muss mich schützen, das irgendwie versuche zu kaschieren. Denn ich würde immer fragen, vor welcher biografischen Person versuchst du dich eigentlich zu schützen und kannst es nicht? Wie kann jemand im Außen so viel Macht über dich haben? Da muss irgendeine Verletzung, irgendeine Wunde muss bluten, irgendwo schwingt eine Seite zu stark an. Dann wäre es doch vielleicht gut, statt dich immer anzustrengen, vielleicht dich abzuholen, wo du vielleicht bist und von da aus dich kennenzulernen. So. Ja. Maria, ganz herzlichen Dank. Ja. Also ein wunderbares Gespräch mit dir wieder. Vielen Dank, Simon. Es war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank an dich. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und das Mitteilen deiner Perspektiven und deiner ganzen Erfahrung. Ja, vielen Dank an dich. Vielen Dank. Ja, also ich danke natürlich auch allen, die jetzt zugeschaut haben, fürs Dabeisein. Und ich denke, da war einiges an Inspiration dabei. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Was ist mein Potenzial? Was steckt wirklich in mir? Ist es möglich, freudvoll, fröhlich, erfüllt zu sein und das auszudrücken, was ich wirklich bin? Habe ich überhaupt einzigartige Gaben und Talente? Falls ja, wie finde ich die? Und wenn ich sie finde, wie bringe ich die hier zum Leben? Ja, ist es überhaupt möglich, seinen Lebensunterhalt davon zu bestreiten, was ich bin und liebe? Ja, das sind einige der Fragen, die mich seit über einem Jahrzehnt antreiben.
Ich möchte keine endgültige Antwort geben, aber ich habe auf meiner Suche wertvolle Prinzipien gelernt, die mir geholfen haben, mich selbst wiederzufinden und das, was ich wirklich bin, hier Stück für Stück in das Leben zu bringen, unabhängig von Erwartungen, unabhängig von Konditionierung, unabhängig von limitierenden und selbstbegrenzenden Gedanken und Mustern. Und jetzt möchte ich die Brücke sein, du siehst sie hier hinten, und diese Prinzipien an dich weitergeben, sodass ich dich eben nicht nur mit meinen Worten daran erinnere, sondern dir ermögliche, das selbst zu überprüfen, zu entdecken, zu erfahren. Also tatsächliche Selbstentdeckung, Selbstbefähigung, dass du ein wundervoll kreatives Wesen bist, ein Genie im wahrsten Sinne des Wortes und das Potenzial, die Möglichkeit hast, genau das zu entfalten und dich und deine Kreativität freizusetzen. Das ist meine Mission sozusagen jetzt. Und ganz wichtig, glaub nicht meinen Worten, aber auch nicht deinen möglicherweise skeptischen Gedanken, wenn du mir jetzt zuhörst, sondern überzeug dich selbst, probier es aus und mach bei unserem nächsten Seminar strukturelle Kreativität mit. Mehr Informationen hier, die Teilnahme ist kostenlos. Ja, ich freue mich, deine Kreativität zusammen freizusetzen.